Ich möchte heute Abend als Einleitung einen Traum vorlesen, den Präsident Joseph F. Smith als junger Mann hatte. Mit 15 Jahren wurde er nach Hawaii auf Mission berufen. Ich erzähle Ihnen das, damit Sie den Traum, den er dort als junger Mann hatte, besser verstehen. Ich zitiere seine Worte. Einmal war ich während meiner Mission sehr niedergeschlagen. Ich war fast nackt und hatte keine Freunde, außer einem armen, unwissenden Volk. Ich fühlte mich fehl am Platze, weil ich arm, dumm und unwissend war, bloß ein Junge, der es kaum wagte, einem Menschen ins Gesicht zu sehen. In dieser Verfassung träumte ich eines Nachts, ich sei auf einer Reise. Und ich hatte den Eindruck, ich müsse mich sehr beeilen, weil ich befürchtete, zu spät zu kommen. Ich eilte so schnell ich konnte vorwärts, und soweit ich weiß, trug ich nur ein kleines Bündel bei mir, ein Tuch, in das etwas eingewickelt war. Ich beeilte mich so sehr ich konnte. Ich wusste nicht, was ich da bei mir trug. Endlich kam ich zu einem wunderschönen Haus. Irgendwie wusste ich, dass ich am Ziel war. Schnell ging ich auf das Haus zu, doch da sah ich ein Schild. Bad. Ich bog rasch ab, ging in das Bad und wusch mich, bis ich rein war. Ich öffnete mein kleines Bündel und fand darin weiße, saubere Kleidung. Etwas, was ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, denn die Menschen, bei denen ich war, hielten nicht viel davon, etwas übermäßig sauber zu machen. Aber diese Kleidung war sauber und ich zog sie an. Dann eilte ich auf etwas zu, was wie eine große Öffnung oder Tür aussah. Ich klopfte und die Tür ging auf. Der Mann, der dort stand, war der Prophet Joseph Smith. Er sah mich vorwurfsvoll an und sagte zuerst, Joseph, du bist spät dran. Ich nahm aber all meinen Mut zusammen und erwiderte, ja, aber ich bin rein. Ich bin rein. Er ergriff meine Hand und zog mich hinein. Dann ging die große Tür zu. Ich spürte seine Hand so deutlich, wie ich je die Hand eines Menschen gespürt hatte. Als ich diesen Traum hatte, lag ich allein auf einer Matte, hoch oben in den Bergen von Hawaii. Niemand war bei mir. Aber in der Vision drückte ich die Hand des Propheten und ich sah ihn lächeln. Als ich am Morgen erwachte, war ich ein Mann, auch wenn ich noch ein Junge war. Danach fürchtete ich nichts mehr auf der Welt. Ich konnte jedem Mann, jeder Frau, jedem Kind ins Gesicht sehen, in dem Bewusstsein, dass ich ein ganzer Mann war. Diese Vision, diese Kundgebung, das Zeugnis, das mir damals zuteil wurde, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Wenn überhaupt etwas an mir gut, rein oder untadelig vor dem Herrn ist, wenn in mir etwas Gutes steckt. Das hat mir in jeder Prüfung und in jeder Schwierigkeit geholfen. Das Entscheidende an diesem Traum ist der Tadel, den der Prophet an den jungen Mann richtete. Er sagte, Joseph, du bist spät dran. Und Joseph F. Smith erwiderte, ja, aber ich bin rein, ich bin rein. Dieser Traum machte aus dem Jungen einen Mann. Seine Aussage, ich bin rein, schenkte ihm Zuversicht und Mut, und zwar gegenüber jedem Menschen und in jeder Situation. Er bekam die Kraft, die mit einem reinen Gewissen einhergeht, das ihm der Prophet Joseph Smith ja bescheinigt hatte.